Wir zeigen euch heute den Aufbau der Weber Expert Serie MC1000, einer Motorrad-Hebebühne. Mit unseren Erweiterungskits lassen Sie sich auch Side-by-Side und ATVs heben. Stecken Sie den Hauptstecker in eine Steckdose. Fahren Sie die Hebebühne mit Hilfe der Fernbedienung so weit hoch, bis Sie an den Hydrauliktank unter der Fahrschiene gelangen. Um dort die Transportschraube des Hydrauliktanks zu lösen und gegen die Verschlussschraube mit Entlüftungsbohrung zu tauschen. Schrauben Sie nun die vier beigefügten Ringschrauben zum Verzurren des Motorrades in die dafür vorgesehenen Gewinde auf der Bühne. Jetzt können Sie die Auffahrrampen in die dafür vorgesehenen Bohrungen einhängen. Der Fuß des Kippschutzes ist auf einer Seite mit einem Gewinde versehen. Den Fuß auf dieser Seite abschrauben. Auf der Seite des festen Fußes eine Schraube durch das Rohr stecken und diese mit einer selbstsichernden Mutter befestigen. Diese dient als Begrenzung, um einen synchronen Kippschutz zu gewährleisten. Sichern Sie auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls mit einer Schraube und einer selbstsichernden Mutter. Den Fuß des Kippschutzes wieder auf das Rohr aufschrauben und festziehen. Die Hebebühne verfügt über eine herausnehmbare Montageplattform. Diese dient zum Aus- und Einbau des Hinterrades. Kommen wir nun zum optionalen Zubehör, Radhalterung. Befestigen Sie die vordere Radhalterung mit vier Imbusschrauben an der Grundplatte. Die hintere Kippaufnahme ist nach jeweiliger Radgröße verstellbar. Die Größe können Sie über den Bolzen verstellen, der Bolzen wird mit zwei Spünden gesichert. Montieren Sie mit den Schrauben die Führungsschienen der Radhalterung auf der Hebebühne. Führen Sie nun die vormontierte Grundplatte mit der Radhalterung in die Führungsschienen. Jetzt können die Schrauben der Führungsschiene festgezogen werden. Die Radhalterung wird nun mit sechs weiteren Schrauben durch die Führungsleisten an die Hebebühne gedrückt und mit den Muttern gekontert. Verbreiterungskit für Quad und ATV. Schieben Sie die Auflagerohre für die Verbreiterungsschienen seitlich in die dafür vorgesehenen Löcher. Fixieren Sie alle vier Auflagerohre von unten mit zwei Flügelschrauben. Schieben Sie nun die Verbreiterungsschienen auf die Rohre. Sichern Sie die Schienen mit den Klappsplitten, damit diese nicht herunterrutschen können. Auf der Seite des Kippschutzes können Sie nun in die Löcher die Überfahrbügel einstecken. Auf der gegenüberliegenden Seite stecken Sie die Auffahrrampen in die Bohrungen der Schienen und verschrauben diese anschließend mit der Auffahrrampe der Hebebühne von unten. Die Fahrschienen des Verbreiterungskits SSV und UTV sind etwas breiter und verfügen zusätzlich über Montageklappen. Fahrschienenverlängerung. Stecken Sie die Verlängerung ein und sichern Sie diese durch zwei Schrauben von unten gegen Wegrutschen. Auch die Radhalterung lässt sich darauf montieren. Mobilkit. Schrauben Sie die Räder mit jeweils zwei Schrauben auf der Seite der Auffahrrampe an das Gestell der Hebebühne. Die oberste Schraube dient als Bremse. Ist die Schraube herausgeschraubt, ist das Rad blockiert. Eingeschraubt, gibt sie das Rad frei. Montieren Sie den Winkel an der Seite des Kippschutzes. Nun können Sie die Bühne bewegen.
Jetzt sind sie mit dem Aufbau der Hebebühne und dem optionalen Zubehör fertig.